1200 Kilometer. Läuft. Und zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Ich weiß nicht. Ich soll jetzt einfach mal zum ersten Mal sogar eine von den merkwürdigen US-Trailern, wo die Lichter müssten noch unten sein, also nicht in der Mitte. Also zumindest an der Seite müssten die ja theoretisch unten sein. Naja, was soll's. Kann man nicht ändern. Ist dann halt so, mal schauen. Es gab noch keine weitere neue Version vom Mod. Wie gesagt, wenn sich da was ändert, dann werde ich den neuen reinpacken. Ansonsten werde ich auf Schnelligkeitsmods drauf zurückgreifen. Bevor ich das schon wieder vergesse. Passt das da überhaupt? Also gerade. Schrammen wir am Zaun vorbei. War noch grün. Sag ich ja. War noch grün. So, wenn die Cops da nicht im... Ja, pff, fahrt ruhig los! Das Gesetz mal wieder für was, halten sich die Hüter das Gesetz mal wieder für was Besseres. Ist mir mittlerweile nicht mehr anders gewohnt. Warum sollten sie sich auch anders fühlen als die anderen? Die immer auf Rot sind. Von Nachteil, dass wir jetzt bei der Staffel 2 den Cascadia haben. Aber ich habe das Gefühl, dass der Mac Titan anders klang. Also jetzt klingt. Aber ich kann mich auch täuschen. Egal, wir brauchen eh erst. Müssen ja eh noch zum neuen Level.
wieder kann. Da haben wir das Geld wieder locker drin. Wir kriegen einen für diesen Auftrag. Oh, 20.000. Easy going. Dann wollen wir mal Richtung Amerika fahren. Jetzt gehen wir sich erstmal nach Ontario. Und dann durch andere Staaten in Amerika. Gehen wir auch 80 Kilometer pro Stunde oder auch 90? Da habe ich auch 95, kann ich immer noch ändern. Zweispurig. Das wäre aber mal was sehr angenehmes. Okay, Moment, was? Falsche Richtung. Wäre angenehm, wenn das so wäre. Ich dachte, schon Level auch gerade aus. Okay, doch nicht zweispurig, verdammt. Ah ne, gucken wir erst noch. Wäre schön, weil dann können wir auch überholen. Scheinbar fahren wir auch erstmal zweispurig weiter, dann kann ich auch Tempomat ändern. 105 Kilometer pro Stunde. So, dann geht es gleich, nachdem wir auf einer von den Federal Routes gewesen sind, geht es dann gleich auf den Trans-Canada Highway 117. Wenn ich es richtig sehe. Vor allem vielleicht ist es auf dem Trans-Canada Highway. Noch sind wir eher so auf einer Zugangsstraße, die dazu führt zu dem nächsten Abschnitt des Trans-Canada Highways. Ich finde diese Schnorchel, die passen halt doch eher in Australien rein und nicht wirklich zu Amerika. Es gibt natürlich auch hier ab und zu mal Überschwemmungen, aber halt Australien, Outback, das ist dann ja schon eher regelmäßig. Und nicht so, ja, nicht ganz wirklich zufallsereignismäßig, aber ist ja doch schon häufiger als in Amerika. Ab auf den Trans-Canada Highway 117. Ja, ich weiß, beruhig dich. Cool. Was soll man das für ein Song war? War das der Du bist auf Abwägen Sound oder wie? Von erstmal noch an einer weiteren kleinen Großstadt, Kleinstadt in Kanada vorbei. Ah, schön, schön breit. Da müssen wir nicht immer hier mit 25 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit herfahren. Das ist doch mal was Neues, was Schönes. Könnten wir öfter haben. Nicht unbedingt immer, aber du bist ruhig öfter. Wie fand das nochmal jetzt? Ich hab schon wieder vergessen. 119.000 war es, glaube ich, für den Mac. Nur dieses kurze Gedächtnis. Ich meine, das waren 120, 119, irgendwie sowas im Dreh. Auf alle Fälle Level 10, vielleicht war es 120.
um 120 rum. Auf alle Fälle Level 10. Das hat etwas länger dauert. Allerdings auch schneller geht. Es dauert länger, weil die Strecken weitaus länger sind als wenn wir jetzt nur Kalifornien, Nevada, Arizona und New Mexico haben. Weil wir jetzt halt hier die ganzen, nicht 50 Staaten, sondern 48 Staaten von Amerika haben. Ohne Alaska und Hawaii. Und halt noch Kanada. Die ganzen Staaten. Beziehungsweise die ganzen Territorien. Wir fahren auch durch Quebec. Wir fahren nach Ontario, dann durch Quebec. So. Und dann nach Amerika. Meine ganzen anderen Territorien. Manitoba. Saskatchewan. British Columbia, Northern Territory. Da gibt es natürlich einiges an Kilometern, die wir dann fahren. Aber erstmal fahren wir bei Rouen, Noranda vorbei. Kommt mir das nur so vor oder gibt es hier doch einige Städte, die sowohl was Französisches als auch Englisches im Namen haben. Alle Fälle ist. Obwohl der andere jetzt auch ein Tor verbaut. Man merkt es nicht so stark. Wie im Freightliner Cadillac, Freightliner Cascadia und im Mac Titan. Ich befürchte aber wirklich, als wenn ich. Bevor wir uns den ersten LKW holen, also bevor wir Level 10 sind, dass wir davor nicht die Möglichkeit haben, den Mac Pineapple zu fahren, einmal zu testen. Heißt, wir müssen wirklich den später mal kaufen. Einfach nur, weil wir das Geld übrig haben und weil wir es können. Überlegen, ob wir jetzt vor der Grenze schlafen oder nach der Grenze. Wahrscheinlich doch schon eher vor der Grenze oder kurz nach der Grenze. Mal schauen, ob die Waage hinten offen hat. Ich könnte es mir gut vorstellen. Auch eine schöne krumme Zahl. 52.910 Pfund. Fehlt hinten noch eine 3 und das ist noch so. Kein Airhorn. Aber Hauptsache eine Huzukuppe. Airhorn ist jetzt nicht drin verbaut. Wäre mit drin gewesen im Titan. Und Ed fängt mal wieder an zu regnen. Definitiv zu warm. Okay. Ach, wir können sie umfahren. Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt wir auch hier diesen Bug haben, dass das noch 3 Milliarden Jahre angezeigt wird. Gewitter, wie immer. Wenn es regnet in Kanada, dann gibt es automatisch auch ein Gewitter.
ab nach Maniwaki. Oder nach Maniwaki. Ja, in die Eisen gehen. Schnauze, ich weiß. Das ist wirklich so, wenn ich auf Gras fahre, aber ich abseits der Straße, wenn das ein piept. Nee. Oder liegt es daran, wenn ich zu schnell dran fahre oder der vorne bremst? Das kann natürlich auch sein. Oh, Entschuldigung. Das wollen wir jetzt auch testen, dass wir dicht drauf fahren und dann überholen. Eine gerade Strecke, obwohl bergauf. Wir können es immer riskieren. Aber erst mal ein bisschen Probleme von daher. Was das kommt von hinten auch nichts. Nee, das scheint es doch nicht gewesen zu sein. Muss ich vielleicht nochmal bei der Mod-Seite gucken, ob da irgendwas beisteht. Oder nochmal den Mod neu runterladen und gucken, ob es einen Rücken gab. Und es wird wieder einschwurig. Ich freue mich. Nicht. Ich kann ja eigentlich schon mal wieder vom Tempomat rausgehen, Motorbremse anschalten und auf den Tempomat auf. Okay, brauche ich gar nicht umschalten, die fangen ja sowieso viel langsamer als 85. Jawoll. Vielleicht doch den Rückwärtsgang nehmen oder sonst was. Mal schauen, welchem Tempo er noch ein bisschen davon zieht. Okay. Dann nehmen wir mal die 66. Okay, das wird doch wieder ein bisschen schneller. Mal einfach so auf 80, 85. Ja, 80. Okay. Alles klar. Dann wurde die Wolke durchbrochen durch die Sonne. Aber bei 85 bleiben wir auch. Können wir noch ab und zu mal Gas geben. Und dann wieder vom Gas weggehen. Wer sie so schnell unterwegs sind. Ja, uns wohl auch eilig. Also eilig haben wir es, glaube ich, nicht so richtig. Samstag sollen wir da sein. Wir sind schon weitaus früher. Ja. Weitaus früher. Obwohl, ja, dürfte weitaus früher sein, ja. Ich kann mir schon überlegen, ob wir das so machen, dass wenn wir wirklich zu früh da sind. Man liegt da hinten Schnee. Dafür sind wir doch ein bisschen weit im
Süden. Hätte ich ja eher im Norden gesehen, vermutet. Oder sah das gerade nur so aus? Was ist denn nur so aus? Auch in Ordnung. Wo war ich? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Achso, ja, ich bin mir überlegen, ob wenn wir wirklich zu früh da sind, dass wir dann, dass ich dann halt wirklich sage, okay, ich warte bis 1:01 Uhr und ich werde dann erst ab. Oder fahr dann jetzt aufs Gelände. Oder halt eine Stunde vorher, so, also dann 12:01 Uhr. Ich denke, wir können echt nach der Grenze kurz uns aufs Ohr hauen oder bei der Grenze. Und dann unsere. Unseren verdienten Feierabend machen. Weil in den USA, da fahren wir nicht mehr ganz so weit wie in. Kanada. Platz machen. Boot. Aber finde ich auch gut, dass die. Also ich vermute das einfach mal, dass wir auch die Yacht fahren könnten, irgendwann mal. Dass auch die KI mit genau den Schwellern rumfährt, die wir auch fahren können. Auch wenn diese Reifen da von dem letzten Schweller, der an uns vorbeigerauscht ist, naja, winzig sind, als ob man die gewaschen hat. Zu heiß gewaschen hat. Mit Felgen natürlich. So, Maniwaki. Haben wir gleich zu unserer Rechten. Werden wir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen langsamer fahren müssen. Oh, wir sind ja schon gleich in Amerika. Sehe ich ja gerade. Wir sind ja schon gleich auf der Interstate 15. Na denn, schlafen wir halt in Amerika. Können ja gleich kurz gucken, wo wir das dann machen könnten. Nachdem wir dann sowieso hier die Längeneinheit geändert haben. Na, bremsen sie, bremsen sie. Ja. Vorne weniger als hinten. Aber auch nicht viel. Boah, leck mich doch. Auch einfach mal bringen, was aber von rechts kommt, was noch eine Einführung schreiben hat. Kann man machen. Ich vermute mal, dass wir gleich wahrscheinlich in Amerika noch so 100, 200 Meilen fahren, bevor wir dann schlafen. Obwohl wir haben noch 7 Stunden, wir können eigentlich. Oh Gott, das schaffen. Das könnten wir vielleicht sogar fast schaffen, aber. Wir legen uns, glaube ich, sogar wirklich bei der Grenze aufs Ohr. Dann haben wir halt einen frühen Feierabend und können dann ganz entspannt durch die Nacht fahren. Ach, jetzt fahren sie nicht mehr 90. Gut zu wissen. Können sich auch nicht entscheiden. Da kommen wir mal die Grenze. Da kommen wir, wenn wir nicht so schnell durchfahren. Bald ist gut, es sind ja noch ein paar Kilometer.
Jetzt wollen sie es aber wissen. Sie fahren sogar schneller als 90. Vielleicht nicht viel, aber sie fahren schneller als 90. Okay, wir sollen am Freitag schon. Ja, gut. Weil wir auch fahren. Also wir werden nicht am Freitag da sein, um vor Mitternacht, Eastern Daytime. Das wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wir werden wahrscheinlich gegen 6 Uhr, also gegen 18 Uhr, werden wir wahrscheinlich gleich in die Haie gehen und dann ab Mitternacht wieder losfahren. Dann wären wir schon um 6 Uhr dann vor Ort, also 7 Stunden zu früh. Können wir uns doch noch Zeit lassen. Können wir auch von mir aus auch 300 Meilen Serpentinen fahren, sind wir trotzdem noch rechtzeitig da. Hier sind ein paar mehr Kurven als vorher, aber die scharfe Kurven. Zumindest nicht so scharf wie in wo war denn das noch? Wie in Minnesota. Die Kurve hat uns ja echt fast abheben lassen. Weil sie hat uns ja abheben lassen und fast so noch umgeworfen. So umwerfen wie die war. Zweispurig wird es gleich, heißt es wird gleich die Grenze kommen. Zumindest ziemlich bald. Zweispurig. Es wird zweispurig, wir müssen bremsen, wir haben weniger Platz als vorher. Mein Gott. Sollten sie echt nochmal, also sollte erst dafür echt nochmal an dem Code der KI arbeiten. Es macht doch keinen Sinn, dass die irgendwie mit 90 da lang fahren. Einspurig. Dann wird es zweispurig und dann geht seine Eisen auf 50 oder runter auf unter 50 Kilometer pro Stunde. Nur weil sie mehr Platz bekommen. Ist ja schockierend nach jeder Menge Landstraßen in Anführungszeichen, aber naja. Aber das sind wir immer noch in Kanada. Was doch amerikanisches Interstate-Emblem-Dings-Niveau. Oder kommen wir es denn bei der Tanke? Ne, noch gar nicht. Okay. Wir sind jetzt in Quebec. In Quebec sieht auf dem Mannes aus. Alles klar. So, was zum Thema. Dann würde ich sagen, können wir ja schon in Quebec an dieser Raststelle schlafen. Falls wir es überhaupt können, weil beim letzten Mal konnten wir es ja nicht. Warum auch mal.
Anscheinend diesmal auch nicht. Doch. Ein Wunder ist geschehen. Lassen wir es dabei. Okay, wir haben doch länger geschlafen, als ich dachte. Dann wollen wir mal schauen. Okay, wir sind ja schon fast. Wir fahren noch kurz bei Montreal vorbei. Oder durch Montreal durch. Okay. Wir fahren durch Montreal durch und dann durch Burlington. Und dann sind wir auch schon fast in Hartford. Dann wollen wir mal jetzt ein. America, willkommen. Wir sind zwar immer noch ein bisschen zu früh da, um genau zu sagen, wenn wir da sind, sind es wahrscheinlich 3 Stunden. Aber das akzeptiere ich einfach mal. Seitdem wir stehen gleich noch in Montreal noch ein bisschen an, aber ich glaube die Ampeln, die meisten Ampelanlagen sollten aus sein. Wahrscheinlich wird es nur eine sein von 10, aber leicht übertrieben. Was sind wir hier gerade auf dem Quebec? Keine Ahnung, Quebec Coastal Route 15 oder sowas. Okay. Quebec. Zum Glück kein Abklatsch von Las Vegas. Erst noch mal in Montreal. Übertreiben. Schön, schön groß, schön universell. Gefällt mir, dass es nicht aussieht wie irgendeine andere amerikanische Stadt. Ja, schon mal. Na gut, das kann ja passieren, dass da ja man da mal was vergisst und das da unten ein Haus ist. Passiert. Normalerweise macht man es ja so, wie es das Auto gemacht hat, aber das war mir jetzt gerade, das war dann zu plötzlich.
war mir jetzt nicht so bewusst, dass Montreal sowohl kanadisch als auch amerikanisch ist. Okay, das war dann wahrscheinlich gerade irgendwie nur merkwürdig. Backt. Mit den 89 Miles per Hour. Kilometer pro Stunde. Für 55 Miles per Hour. Zu werden mit dem Titan. Was man also alles in Upgrades reinpacken kann. Was wir da also in Upgrades reinpacken werden. Und ob die Motor-Dings da und so weiter was. Auch einen anderen Sound gibt, wie ich zumindest vermutet habe und vermute beim Cadillac. Ach Quatsch. Beim vorne ist die Grenze. Beim wie heißt es? Ich komme nicht drauf. Beim Freightliner Cascadia. Wenig zahlen müssen, aber naja. Oh. Da war ja was. Amerika war da. Meilen erst auf der Interstate 87. So 62 Meilen. Oh, okay. Interessant. Ist jemand durchgebrannt oder ausgebrannt? Also kannst du, Kollege, mal ein bisschen schneller fahren? Ich kann das jetzt mit 58 oder sogar weniger. Ah, fährt doch ein bisschen schneller. Aber nicht schnell genug. Gut.
durch Burlington. Ja, wir fahren mit Burlington. Das ist toll. Idiot! Junge, Junge, Junge. Kann ja mal den Seitenspiegel nehmen. Ich bin jetzt gleich gerammt. Das Gefühl, wir haben ihn gerammt. Burlington. Na, fahren wir mal geradeaus weiter. Braucht man nicht so viel. Fehlt auch nicht viel. Letzten 200 Meilen Burlington nach Hartford. Ups. Was so nur die Post? Ab auf die Interstate 89 Richtung Süden. Glaube ich zumindest. Zumindest blinken die einfach nur sinnloserweise, die Rücklichter. Echt mal schön entspannt, mal wieder zweispurig zu fahren. Sind wir zwar eben auch wieder zwischenzeitig, aber ist auch mal wieder angenehm, dass man dann nach eigenem Ermessen fahren kann. Nach der eigenen Geschwindigkeit.
kann. So, das Ziel ist auf alle Fälle erstmal Level 10 zu erreichen. Und den eigenen Truck, den haben wir dann locker in der Tasche. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich werde auch mal langsam, wenn ein Truck von hinten angerollt kommt. Total normal. Okay, wo geht's denn jetzt hin? Auf die Interstate 91. Fast die Abfahrt verpasst. Sogar dreispurig. Mann, das ist ein Luxus hier. Wo sind wir eigentlich? Sind wir schon in, wo auch immer wir noch hin sollten, wollten, konnten. Stimmt, stehe ich erst nicht drauf. Wir sind sogar schon im... Na, immer noch im ersten Bundesstaat. Von dreien. Weit ist es auf alle Fälle nicht mehr, dann sind wir bald in Hartford. Was war das für ein Spurwechsel? Die konnten nicht nur an den Cops zweifeln. Die wissen natürlich, wie der Hase hier läuft. Berge, mir gefällt es gar nicht. Vor den Cops muss wieder rechts überholen, ziehen wir mal rechts. Halt, sind wir wahrscheinlich auch vor uns natürlich. Viel bergauf, bergab, hinter uns sind Cops. Wir haben, glaube ich, keinen wirklichen Retarder drin. Und... vorteilhaft. Noch haben wir Schwein gehabt. Aber egal, wir kriegen ja eh easy viel Kohle. Jetzt durch den nächsten Auftrag 20.000. Dann sind wir 8.000 im Plus, falls wir ihn kaufen könnten, was wir natürlich noch nicht können. Und danach werden wir eh wieder Aufträge bekommen, die auch wieder Geld einbringen. Von daher ist es ja kein Problem. Dreispurig zu werden. Und jetzt gebremse geht wieder los. Oh mein Gott, so viel Platz! Erstmal bremsen. Welcome to Massachusetts. Alles klar.
Und wir fahren nach Connecticut, oder? Wenn ich im rechten Sinne. Ich hab's ja schon wieder vergessen. Weil zu was wir gab, hört man auch wieder andere Songs. Gut zu wissen. Obwohl da ist wieder eingeschaltet gewesen, aber gut. Also hier habe ich mit dem auf Interstate echt kein Problem mit so in Anführungszeichen viel Verkehr. Aber irgendwie auf den Landstraßen finde ich es halt teilweise doch schon ein bisschen. Naja. Schade, dass da so viel los ist. Leider auf Interstate 91 in Richtung Süden nach Hartford. Wir sind ja schon gleich in der Art forschen. Können wir nochmal den Oversize holen. Willkommen in Connecticut. Ja, hier doch richtig. Okay. Warum auch immer das so war. Da jetzt noch härter zu bremsen, wäre auch wieder nicht möglich gewesen. Aber fahren zum Wallbird, gut zu wissen. Mal schauen, was für einen EP-Bus wir jetzt bekommen haben. 1500 EP, immerhin. Level 8, hervorragend. Okay, wir wollen nochmal auf den Fernfahrten. Auf zu 1334 Meilen. Ei.
Psycho.